Ja, mein Name ist Klaus Lüdemann. In 10 Minuten möchte ich Ihnen jetzt, in 3 Minuten, das wird schwierig, möchte ich Ihnen jetzt kurz 2 Genossenschaften vorstellen, die in den letzten 3 Jahren entstanden sind, wo ich also intensiv beteiligt war, auch bei der Gründung. Bei einer bin ich auch im Aufsichtsrat, aber das nur nebenbei. Ich habe auch noch andere Betätigungen. Ich bin unter anderem Stadtrat in Wuppertal. Also das ist nicht meine Hauptbeschäftigung, falls der Eindruck entstehen könnte. Die Hauptthese habe ich hier auf der ersten Folie aufgeschrieben. Regionale Genossenschaften leisten einen wichtigen Beitrag zu einer solidarischen Wirtschaft in einer Stadt oder einer Region. Wir fangen dann mal an mit der Ölberg-Genossenschaft. Das ist im Grunde eine Stadtteilgenossenschaft. Das heißt, der Wirkungskreis bewegt sich wirklich in der Nordstadt von Wuppertal-Elberfeld. Und das ist ein hochverdichtetes Wohnviertel, das sieht man auf dem Bild vielleicht, das ist ein bisschen wenig kontrastreich. Man sieht also Gründerzeithäuser und hier sind schon seit mehreren Jahren viele Akteure am Gang zusammengekommen, um dieses Viertel zu entwickeln. Das heißt, das Projekt Ölberg EG als Genossenschaft, als Wohnungsgenossenschaft ist eigentlich nur der Endpunkt einer Entwicklung, die jetzt schon über 10 Jahre geht, wo Menschen sich zusammengefunden haben, im Stadtteil etwas auf die Beine gestellt haben, unter anderem ein Fest organisiert haben, einen regelmäßigen Markt auf einem Platz organisieren und zunächst ein Hauseigentümernetzwerk gegründet haben. Das war der Ausgangspunkt, so etwa im Jahr 2008, 2009. Da sind schon bis zu 70 Eigentümer zusammengekommen, um sich zum Beispiel auszutauschen, wie zu Themen Energiesparen, also energiesparender Umbau, barrierefreier Umbau. Und daraus ist dann letztendlich im Jahr 2009 die Genossenschaftsgründung entstanden, wo sich etwa 10 bis 15 Menschen zusammengefunden haben, die auch bereits alle schon Immobilien besitzen. Das muss man auch mal festhalten. Das sind also keine Neuimmobilienerwerber. Und die haben gesagt, wir möchten jetzt zusammen als Genossenschaft Immobilien erwerben, um die zu sanieren und zum anderen, um preiswerten Wohnraum anzubieten, damit dieses Viertel nicht etwa das Schicksal wie in Berlin-Kreuzberg erleidet, wo die etwas finanzschwächeren Menschen dann leider wegziehen müssen und die Juppies kommen und dann... Darf ich ja? Zu konzentrieren auf die Frage, was okay. Das Land tun soll? Weil wir, wenn alle ihr Projekt so lange vorstellen, kommen wir nicht zu dieser Zentrale. Okay, komme ich jetzt gerne zu. Da kann ich hier in dem Fall erstmal nur Positives berichten. Das Land hat geholfen, in zum Beispiel bei der Beratung der Genossenschaftsgründung, was bei der Ölberg EG sicher ein Problem zurzeit ist. Wir haben ja 2 Häuser, ist einfach das Kapital. Das Geld, man braucht ja auch zum Erwerb von Häusern Eigenkapital, ist zusammengekommen über Darlehen von Genossen. Und da wäre natürlich hilfreich, auch für die weitere Entwicklung der Genossenschaft. Wir haben durchaus vor, noch weitere Häuser zu erwerben, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, zum Beispiel über Bürgschaften oder andere Wege Landesmittel zu bekommen. Das ist sicher ein Punkt. Also dazu möchte ich noch sagen, wir möchten nie eine Riesengenossenschaft mit 1000 Häusern werden. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, in diesem Stadtteil in Wuppertal-Elberfeld weiter zur Entwicklung und zum Zusammenleben der Menschen beizutragen. So, dann gehe ich mal direkt weiter zur 2. Genossenschaft. Das ist die Bergische Bürgerkraft, eine Energiegenossenschaft, die als Betätigungsfeld die gesamte Bergische Region, also insbesondere die Städte Wuppertal, Remscheid und Solingen hat. Hier war der Gründungsprozess eigentlich so, dass sich mal 5 Leute bei einem Vortrag der Hagener Energiegenossenschaft kennengelernt haben. Und das war dann sozusagen das Kernteam, aus dem diese Genossenschaft entstanden ist, mit dem Ziel zunächst, Solaranlagen zu betreiben. Man muss leider feststellen, wir haben, obwohl wir das Geld dafür hätten, das ist hier anders, das Geld ist da, bis jetzt noch kein Dach gefunden. Das heißt, ich kann Ihnen heute nicht berichten, wo die erste Solaranlage der Bergischen Bürgerkraft steht. Wir haben zwar ein Projekt, was sehr wahrscheinlich ist, aber ich will es nicht beschwören, es kann ja noch schief gehen. Also da fehlt es einfach am Dach, obwohl das unglaublich ist. Man denkt, es gibt so viele Dächer überall, wo man Solaranlagen installieren könnte, aber da fehlt es uns gerade. Und dann komme ich gleich zu den Einstiegsmöglichkeiten. Also für die Menschen, die da mitmachen, ist es relativ preiswert. Bei der Ölberg-Genossenschaft mit 750 Euro. Ich komme jetzt weiter. Aber das wollte ich doch mal sagen, dass es also recht preiswert ist.
Und dann komme ich zu dem Punkt, der mir jetzt auch im Vergleich aufgefallen ist zwischen beiden Genossenschaften. Während sich bei der Öberg EG die Menschen doch schon sehr gut kannten, weil sie schon über Jahre über Stadtteilprojekten zusammengearbeitet hatten, sind bei der Bergischen Bürgerkraft doch viele zusammengekommen, die sich eben gar nicht kannten. Und das ist dieser Effekt der Gruppendynamik. Das heißt, man musste sich eigentlich erst mal kennenlernen. Das hat dann zum Teil auch zu Spannungen geführt, die so weit gingen, dass man sich auch psychologische Beratung geholt hat. Also der Punkt ist eingetreten, dass wir gesagt haben, das schaffen wir so nicht mehr alleine. Und das wäre vielleicht auch eine Anregung, zumindest für manche Gründungsprozesse, ob man da nicht auch diese psychologische Beratung braucht, weil das Geld und die ganzen Papiere, die Unterlagen, den Genossenschaftsvertrag, das ist das eine. Aber man darf es nicht vergessen, das sind ja auch Menschen, die das zusätzlich zu ihrem normalen Beruf oder zu vielen anderen Aktivitäten machen. Und das halte ich auch für einen wichtigen Faktor, dieses zu berücksichtigen, gerade bei zukünftigen Gründungen. Dankeschön.